Kiella, tut mir leid, dass du uns verpasst hast. Ich werde die Kinder früher als erwartet aus Dunwall fortbringen. Ein paar Wochen vor dem baldigen Jahrestag des Todes von Kaiserin Jessamine. Es wird immer schlimmer. Und damit meine ich nicht nur den Kronenmeuchler. Außerdem kann man mit den neuen Silberbergleuten im Süden gutes Geld verdienen. Daher sind ein paar Vorbereitungen nötig. Erstmal danke.
Wohl doch nichts. So Hunger. Das ist Emily Caldwell. Das hier ist nein, verdammt! Zu viel. Ich muss hier verschwinden. Ich rede mal mit dem Kapitän dort. Hallo? Ist da wer? Muss ich dich jetzt suchen kommen? Was? Thank you.
Ich hab dich schon gesehen. Ich kann nicht. Ich bin... Das ist nie passiert. Nein, niemals. Oh. Ich halte das nicht mehr aus. Was? Verdammt! Treuloser Hund. Hier stinkt auch was, aber ich muss es nicht wegmachen. Wenn nicht so wach, dann gegen ihre Kannibalen wie der Kronmeuchler zu kämpfen. Wachsam, sagt er. Und ich sag, ich bin immer wachsam. Klar, sagt er,
Aber diesmal meine ich's ernst. Eine Nacht im Puff. Eine einzige. Und jetzt habe ich überall Shankar. Würde ich jetzt nicht für Birnensaft geben. Das Hemd stinkt. Ich brauche eine zweite Uniform. Schwer. Lässt einen kaum atmen. Brief an Laura. Also, ich habe zwei und gebe ihm eins. Dann habe ich noch eins. Aber wenn ich meins esse? Nein, er seins? Was dann? Ja.